Bani Israel. Bani Israel, das war ein Volk, was vor langer Zeit gelebt hat, liebe Geschwister. Dieses Volk war geehrt bei Allah Azza wa Jal. Und dieses Volk hatte eine besondere Aufgabe gehabt. Weil wenn Allah Azza wa Jal dich ehrt, dann reicht das nicht nur, dass du sagst, ich bin geehrt, sondern du musst auch etwas für diese Ehre tun. Allah Azza wa Jal sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, ja Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die zu den Menschen hervorgekommen ist. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah Azza wa Jal. Deswegen hat Allah uns zur besten Umma gemacht. Frage: Haben wir diese Position heute, ja oder nein? Ja oder nein? Hat Allah uns in diesen Zeiten geehrt? Frage: Wie geht es uns in der gesamten Welt, den Muslimen? Gut oder schlecht? Schlecht. Aber wenn Allah sagt, ihr seid die besten Menschen, mit welcher Bedingung? Mit welcher Bedingung sind wir die besten Menschen? Weil wir schwarze Haare haben? Weil wir aus der oder der Nation kommen? Sondern wir sind nur die besten Menschen, wenn wir auch was erfüllen? Die Bedingung, wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda sagte. Das heißt, als wir diese Bedingungen verlassen haben, hat Allah azza wa jal uns was? Er hat uns in die Hände von den anderen gegeben und schaut auf der gesamten Welt, was mit uns gemacht wird. In der ganzen Welt haben wir einen Zustand, wo wir jetzt zittern und bibbern und uns fragen, welcher Bruder wird morgen sterben? Welche Schwester wird morgen sterben? Welche Schwester wird morgen vergewaltigt werden? Und welcher Bruder wird morgen diesen und jenen Tod erleiden? Das ist das, was wir haben. Aber Allah Azza wa Jal könnte sofort unsere Situation ändern. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird niemals den Zustand von einem Volk ändern, bis sie sich selber ändern. Und solange wir uns nicht ändern, liebe Geschwister, wird Allah auch nicht den Zustand von uns ändern. Möge Allah Azza wa Jal diese Umma zu den besten Taten verhelfen. Allahumma amin. Und wir alle sind gefragt. Das geht nicht nur darum, dass wir sagen, okay, es reicht, wenn 2, 3 Leute Gutes tun. Nein. Wir sind alle gefragt, Gutes zu tun. Warum? Damit Allah Azza wa Jal endlich unsere Situation ändern. Endlich unsere Situation ändern. Und Wallahi, wir vermissen das. Und wir begehren das, dass Allah unsere Situation ändert. Aber wir müssen etwas dafür tun, liebe Geschwister. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakir al-ashab, kum متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب.